In diesem Video geht es um die Beschreibung harmonischer Zeitfunktionen durch komplexe Zeiger. Eine solche harmonische Zeitfunktion können wir mal ganz allgemein hinzeichnen. Also eine Amplitudenachse und die Zeitachse. Und als Amplitude, als Funktion nehmen wir jetzt mal vollkommen beliebig eine Spannung. Das könnte auch ein Strom sein. Und die Funktion an sich male ich jetzt mal in einer anderen Farbe ein. Die könnte dann so aussehen. Na, also vielleicht noch ein bisschen harmonischer, aber so genau kann man das jetzt nicht zeichnen. So, und diese Funktion hat eine Amplitude, die nenne ich mal U-Dach. Und hier unten haben wir da minus U-Dach. Und die hat eine Periodendauer. Das wäre hier die Periodendauer, die bezeichnen wir mit groß T. Und dann gibt es noch eine Phasenverschiebung oder einen Nullphasenwinkel. Und da wir das Ganze mal am Ende durch eine Kosinusfunktion darstellen wollen und die Kosinusfunktion ja diesen ein Maximum an der Stelle 0 hat, wäre eben der Unterschied von hier nach hier, das wäre unser Nullphasenwinkel, den nenne ich mal Phi. So, und diese harmonische Zeitfunktion, die könnten wir jetzt auch als Funktionsgleichung aufschreiben. Dann würde da stehen, u von t ist gleich u Dach mal Cosinus von Omega t plus Phi. So, das u Dach ist die Amplitude, die wir hier oben haben. Das Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz, die ergibt sich aus dieser Periodendauer hier. Das Omega, die Kreisfrequenz, ist 2 mal Pi mal die normale Frequenz. Und die normale Frequenz ist 1 durch die Periodendauer. So, und jetzt möchte man relativ häufig vielleicht hier nicht die Amplitude schreiben, weil das eine zwar einfache Größe ist, um das hier anzugeben, aber in der Praxis gibt man eben viel häufiger den Effektivwert an. Und dieser Spitzenwert oder die Amplitude ergibt sich aus Wurzel 2 mal dem Effektivwert. Den Effektivwert schreibe ich hier mal mit einem großen U hin. So, das setze ich mal hier direkt ein. Dann haben wir hier Wurzel 2 mal den Effektivwert mal die Kosinusfunktion zu stehen. So, und daraus wollen wir jetzt einen Zeiger machen. Und das, was man eigentlich jetzt nur als mathematischen Hintergrund braucht, ist die sogenannte Eulersche Identität. Also e hoch j Alpha ist das gleiche wie der Cosinus von Alpha plus j mal den Sinus von Alpha. Und das j, was dabei auftaucht, ist die sogenannte imaginäre Einheit. Die schreibe ich mal vielleicht noch hier drüber. Das j ist die Wurzel von minus 1. No, und die Mathematiker benutzen für dieses j eben i für imaginäre Einheit. Und da das i in der Elektrotechnik schon für den Strom belegt ist, schreibt man als Elektrotechniker ein j. So, was können wir jetzt mit dieser Eulerschen Identität anfangen? Wir sehen, dass hier auch ein Kosinus auftaucht an dieser Stelle hier. Dieser Kosinus. Und wir sehen, wenn wir jetzt von dieser komplexen E-Funktion hier nur den Realteil nehmen würden, dann würde das hier hinten wegfallen, alles was hinter dem J steht und diese Sinusfunktion, und wir würden nur den Kosinus erhalten. So, und das nutzen wir jetzt aus und wandeln unsere Zeitfunktion hier mal um und schreiben die Wurzel 2 schreiben wir ab und das U schreiben wir auch ab. Und anstatt der Kosinusfunktion schreiben wir jetzt den Realteil von e hoch j und dann alles, was vorher in der Kosinusfunktion drin stand, also Omega t plus Phi. So, das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, ist aber rein prinzipiell noch genau das gleiche. Wenn wir es jetzt auswerten, den Realteil von dieser komplexen E-Funktion, dann kommt wieder die Kosinusfunktion raus, die wir ja vorne hatten, entsprechend der Eulerschen Identität hier. So, und die Idee ist, das Ganze jetzt einfach ein bisschen umzuordnen.
diese Potenz hier ein bisschen anders zu schreiben. Man erinnert sich, Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Also eine Addition von Exponenten kann man auch als Produkt der E-Funktion schreiben. Und zum Beispiel diese reelle Zahl u, diesen Effektivwert hier, den können wir auch einfach in den Realteil reinziehen. So, und dann sieht das so aus, Wurzel 2 mal der Realteil von u. Und hier hinten raus ergibt sich e hoch j Omega t mal e hoch j Phi. Ich tausche jetzt mal die Reihenfolge um. E hoch j Phi mal e hoch j Omega t. Und den Realteil zu. So, und das ist jetzt immer noch genau das gleiche wie unsere Zeitfunktion hier oben. Es sieht nur immer noch, also es sieht nur wieder ein bisschen anders aus. Und das, was jetzt hier entstanden ist, u der Effektivwert mal e hoch j Phi, das ist jetzt genau der komplexe Zeiger. Das ist das, was wir als komplexen Zeiger u bezeichnen. Und weil der eben komplex ist, kommt da ein Strich drunter. So, und dieser runde komplexe Effektivwertzeiger wäre jetzt hier in der Exponentialschreibweise geschrieben. Das U wäre, ja, wäre der Betrag des Zeigers, das entspricht dem Effektivwert der Zeitfunktion. Und das Phi ist die sogenannte Phase oder das Argument des Zeigers und entspricht dem Nullphasenwinkel von der ursprünglichen Zeitfunktion dort oben. So, was hat dieser komplexe Zeiger für Eigenschaften? Der ist auf jeden Fall keine Funktion der Zeit mehr. Nein, der hat keine Zeitabhängigkeit. Die Zeitabhängigkeit steckt in dem e hoch j Omega t hier hinten drin, was wir da ausgeklammert haben oder ausmultipliziert haben. Also der Zeiger ist keine Funktion der Zeit. Der kann aber dann später eventuell eine Funktion der Frequenz sein. So, das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Also wenn ich aus einer Zeitfunktion einen Zeiger machen will, dann brauche ich den Effektivwert von der Zeitfunktion und ich brauche den Nullphasenwinkel dieser Zeitfunktion. Jetzt könnte man sich noch fragen, naja, was hat das mit dem Wurzel 2 da vorne zu tun? Warum machen wir das mit dieser Wurzel 2? Warum betrachten wir den Effektivwert? Es gibt zwei Gründe. Der erste hat ganz praktische Gründe. In der Messung würde man immer den Effektivwert messen. Und selten den Spitzenwert oder den Scheitelwert. Alle Messgeräte oder die typischen Messgeräte, also wenn man einen Multimeter nimmt, dann misst das eben den Effektivwert und nicht den Spitzenwert. Und naja, warum? Weil der Effektivwert halt so einen gewissen Leistungsbezug hat. Also der Effektivwert einer zeitlich veränderlichen Größe, also eines zeitlich veränderlichen Stromes oder einer zeitlich veränderlichen Spannung, einer periodischen Spannung oder eines periodischen Stromverlaufes entspricht eben genau dem Gleichstrom, der an einem ohmschen Widerstand oder an einer ohmschen Last die gleiche Leistung auf Dauer umsetzen würde oder eben in einer bestimmten Zeit einem Mehrfachen der Periodendauer die gleiche Energie umsetzt. Und an einer ohmschen Last würde dann diese Energie in Wärme umgesetzt werden und weil eben die Gleichspannung oder der Gleichstrom und eine Wechselspannung mit dem entsprechenden Effektivwert genau den gleichen Wärmeeffekt erzeugen würde, spricht man eben vom Effektivwert. So, also das ist der eine praktische Grund, die Messung. Und der zweite praktische Grund ist, wenn man sich Gleichungen aufschreibt für die Leistung, dann würden wir eine Leistung im Zeitbereich ganz allgemein hinschreiben als P von t. Die Leistung ist die Spannung U von t mal der Strom I von t. Und wenn wir das für Gleichgrößen aufschreiben, dann ist die Leistung, die konstante Leistung, die Gleichspannung mal der Gleichstrom. Und wenn man jetzt eben Effektivwertzeiger hat, dann sieht die Gleichung mit den komplexen Zeigern genauso aus. Hat die gleichen, also hat auch keinen Vorfaktor, sieht halt genauso aus. Komplexer Spannungszeiger U mal komplexer Stromzeiger I. Dieses Sternchen hier steht für eine komplexe Konjugation, also das Vorzeichen des Imaginärteils. Dreht sich um, wird invertiert und dann kommt da die sogenannte komplexe Scheinleistung raus.
Ja, das ist der Grund, das ist der zweite Grund, warum man da diese Wurzel 2 benutzt, und warum man Zeiger als effektiver Zeiger schreibt, damit eben die Gleichungen für die Leistung genau gleich aussehen. So, und das ist, wie man eine harmonische Zeitfunktion in einen Zeiger umwandelt. Also aus einer harmonischen Zeitfunktion wird genau ein komplexer Zeiger. Jetzt kann man sich, ohne da großartig mathematisch drüber nachzudenken, aber zumindest, dass man dann die Begrifflichkeiten einordnen kann, überlegen, naja, was mache ich jetzt, wenn ich eine Zeitfunktion habe, die immerhin noch periodisch ist. Also nicht mehr harmonisch, aber immerhin eine periodische Zeitfunktion, zum Beispiel sowas wie eine Rechteckfunktion, eine Dreieckfunktion, eine Trapezfunktion, eine Sägezahnfunktion oder eben jede beliebige andere Form, Hauptsache die wiederholt sich nach einer bestimmten Periode. Ja, auch die kann man durch sowas wie Zeiger darstellen, aber man braucht dann eben nicht nur einen Zeiger, sondern mehrere Zeiger bei mehreren Frequenzen. Und bei welchen Frequenzen und welche Amplitude diese Zeiger dann haben und welche Phasenlage diese Zeiger dann haben, das erfährt man, indem man die Fourier-Reihe von dieser periodischen Zeitfunktion ausrechnet. Jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, naja, es wird auch mal der Fall auftreten, dass man eben keine periodische Zeitfunktion hat, sondern eine aperiodische Zeitfunktion, einen einzelnen Rechteckpuls, einen einzelnen Impuls, der irgendwo anders herkommt, oder ja, vielleicht auch eine periodische Funktion, also die zeitweise periodisch ist, aber die man mal irgendwann anschaltet und mal irgendwann abschaltet, einfach weil man die nicht über unendlich lange Zeit betrachten möchte. Ja, auch die kann man letztendlich durch komplexe Zeiger darstellen. Dann braucht man aber letztendlich unendlich viele von diesen komplexen Zeigern, bei unendlich vielen Frequenzen, die unendlich dicht beieinander liegen. Und welchen Betrag und welche Phasenlage dann diese Zeiger haben, das sagt einem die sogenannte Fourier-Transformation. Und ja, den dritten Fall, den man sich noch aufschreiben könnte, ist, wenn man jetzt eine Zeitfunktion mal misst, zum Beispiel mit einem Oszilloskop. Ups, das ist Quatsch. Also eine diskrete Zeitfunktion hat. Nur zum Beispiel, weil man die eben mit einem digitalen Sampling-Oszilloskop zeitdiskret die Werte abtastet, dann kennt man eben nur zu bestimmten Zeitpunkten den Wert seiner Funktion und typischerweise ist dann eben auch die Amplitude diskret, also in bestimmten Schritten und auch dafür gibt es dann ein numerisches Verfahren auszurechnen, welche Zeiger braucht man. Entsprechend welcher harmonischen Funktion braucht man, um diese diskrete Zeitfunktion nachzubauen? Und dafür gibt es eine sogenannte diskrete Fourier-Transformation. Ich schreibe einfach nur die Abkürzung hin. Eine diskrete Fourier-Transformation, kurz DFT. Und dann gibt es noch ein spezielleres Verfahren, was diese diskrete Fourier-Transformation etwas beschleunigt. Nämlich dann, wenn die Anzahl der Abtastpunkte immer eine Potenz von 2 ist. Und das ist dann die sogenannte schnelle Fourier-Transformation oder auf Englisch die Fast Fourier-Transform. Das ist die FFT. Ja, und mit diesem Verfahren hier kann man dann auch jede anderen Zeitfunktion letztendlich in Zeiger, in eine Summe oder in ein Integral über ganz viele Zeiger umwandeln. Das, was dann hinter jedem einzelnen Zeiger steckt, ist aber nichts anderes als das, was hier jetzt gerade beschrieben wurde.